Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 133. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du das Problem der Sünde so gründlich löst. Dass du uns nicht nur die Sünde vergibst, sondern dass du uns reinigst. Dass du das himmlische Heiligtum reinigst. Jetzt gerade, wo wir hier sprechen. Und dass du auch uns, die wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, reinigen möchtest, durch das Blut, das Jesus für uns am Kreuz vergossen hat. Das wollen wir in Anspruch nehmen und danken dir, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprechen wirst. Im Namen Jesu, Amen. Wir sind in 3. Mose 16 bei der Beschreibung des großen Versöhnungstages. In Vers 26 heißt es, der aber, welcher den Bock als Sündenbock fortgesandt hat, soll seine Kleider waschen und seinen Leib im Wasser baden und danach kann er in das Lager kommen den jungstier des sündopfers aber und den bock des sündopfers deren blut zur sühnung in das heiligtum gebracht worden ist soll man hinaus vor das lager schaffen und mit feuer verbrennen ihre haut und ihr fleisch und ihren unrat jesus ist vor der stadt vor dem lager getötet worden und dort für uns gestorben und der sie verbrannt hat, wasche seine Kleider und bade seinen Leib im Wasser, und danach kann er in das Lager kommen. Und das soll eine ewig gültige Ordnung für euch sein. Am zehnten Tag des siebten Monats sollt ihr eure Seelen demütigen und kein Werk tun, weder der Einheimische noch der Fremdling, der in eurer Mitte wohnt, denn an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen. Von allen euren Sünden sollt ihr gereinigt werden vor dem Herrn. Dieser besondere Tag, der Tag der große Versöhnungstag, war ein feierlicher Moment. Einmal im Jahr sollte in diesem Schattendienst der Opfergesetze dieses Ritual durchgespielt werden, durchgeführt werden, um den Israeliten eine fundamentale Wahrheit zu verdeutlichen, dass Gott einmal die Sünde ganz ausradieren möchte, indem er das himmlische Heiligtum reinigt. Und dadurch auch seine Gemeinde und schließlich Sünde und Sünder völlig vernichtet nach den tausend Jahren. Es lohnt sich übrigens in Daniel 8 und Daniel 9 zu studieren, wann dieser große Versöhnungstag in der realen Welt sozusagen, im eigentlichen Erlösungsplan, angefangen hat. Wir glauben, dass das seit dem Oktober 1844. Der Fall ist. Und wenn ihr euch noch nie damit beschäftigt habt oder nur oberflächlich, dann nehmt euch mal die Zeit und studiert Daniel 8 und Daniel 9 mit Hilfe der vielen Materialien, die es dazu gibt, zum Beispiel auch auf Joel Media. Und lernt auch diesen Zeitpunkt kennen, die Stunde des Gerichts, von der auch die erste Engelsbotschaft uns berichtet. Darum soll es euch ein Sabbat der Ruhe sein. Und ihr sollt eure Seelen demütigen. Das soll eine ewige Ordnung sein. Es sollte ein besonderer, freier und damit ein Feiertag sein. Dieser besondere Sabbat, der an dem Ausführen dieser Opfer hing, fiel natürlich nicht auf den wöchentlichen Samstag, den eigentlichen biblischen Sabbat, sondern er war immer wieder an einem anderen Tag, je nachdem, wann der zehnte Tag des sieben Monats gewesen ist. Diese Sabbate, von denen es noch einige andere gab, waren die sogenannten Festsabbate und die an die an die Opfer gebunden waren und mit, der Auf, mit dem Aufgeben der Opfer, mit dem Aufführen der Opfer im Neuen Testament, dann auch ihre reale Bedeutung verloren haben, aber als Typus uns noch ganz viel sagen über den eigentlichen Erlösungsplan, wie schon gesagt. Und die Sühnung soll ein Priester vollziehen, den man gesalbt hat und dessen Hand man gefüllt hat, damit er anstelle seines Vaters als Priester dient. Und er soll die leinenen Kleider anziehen. Die heiligen Kleider und er soll Sühnung erwirken für das Allerheiligste und die Stiftshütte und für den Altar soll er Sühnung tun. Auch für die Priester und für die ganze Volksgemeinde soll er Sühnung erwirken. Am großen Versöhnungstag wird das Heiligtum gereinigt und die anbetende Gemeinde. Am großen Versöhnungstag seit 1844 wird das himmlische Heiligtum gereinigt und die Gemeinde, die ihren Blick auf das himmlische Heiligtum, auf Jesus im Allerheiligsten. Gerichtet hat. Das soll euch eine ewige Ordnung sein, dass ihr für die Kinder Israels einmal im Jahr Sühnung erwirkt wegen aller ihrer Sünden. Und man macht es so, wie der Herr es Mose geboten hatte. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und seinen Söhnen und allen Kindern Israels und spricht zu ihnen: Das ist es, was der Herr geboten hat. Indem er sprach: Jeder Mann aus dem Haus Israel, der einen Stier oder ein Lamm oder eine Ziege im Lager schächtet oder außerhalb des Lagers schächtet, und es nicht vor den Eingang des Stifts bringt, damit es dem Herrn zum Opfer gebracht werde, vor der Wohnung des Herrn, dem soll es als Blutschuld angerechnet werden. Er hat Blut vergossen und dieser Mensch soll ausgerottet werden aus der Mitte seines Volkes. Die Erlösung sollte ein eindeutig mit dem Heiligtum verbunden sein. Es gab keinen anderen Weg, Sünde loszuwerden oder Gott anzubeten außerhalb, des Heiligtums. Gott wollte, dass die Israeliten wissen und dass wir wissen, dass das Heiligtum zentral ist und unumgänglich für unsere Erlösung. Darum sollen die Kinder Israels von nun an ihre Schlachtopfer, die sie noch auf freiem Feld opfern, vor, vor den Herrn bringen, an den Eingang der Stiftshütte zu dem Priester, um sie dort dem Herrn als Friedensopfer darzubringen. Und der Priester soll das Blut auf den Altar des Herrn springen, vor dem Eingang Stiftshütte und das Fett in Rauch aufgehen lassen zum lieblichen Geruch für den Herrn. Und sie sollen von nun an ihre Opfer nicht mehr den Dämonen opfern, denen sie nachhuren. Das soll eine ewig gültige Ordnung für sie sein in ihren Geschlechtern. Es gab offensichtlich noch viele Traditionen und Bräuche, die falsch waren, die im wahrsten Wortes unbiblisch waren. Und Gott führt sein Volk Schritt für Schritt. Und zeigt ihnen jetzt, wie sie anbeten sollen und wie sie Gottesdienst feiern sollen und wie sie mit dem Evangelium in Übereinstimmung leben sollen. Und du sollst zu ihnen sagen: jeder Mensch aus dem Haus Israel oder jeder Fremdling, der unter ihnen wohnt, der ein Brandopfer oder ein Schlachtopfer opfern will, aber es nicht vor den Eingang des Stiftshütte bringt, damit er es dem Herrn opfere, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Nur die Anbetung des wahren Gottes und die Befolgung seines Erlösungsplanes, kann uns Teil des Volkes Israels sein lassen. Und wenn ein Mensch aus dem Haus Israel oder ein Fremdling, der unter ihnen wohnt, irgendwelches Blut ist, gegen die Seele die Blut ist, will ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es das Sühnung erwirkt für die Seele. Es ist das Blut Jesu, das für uns spricht, das uns reinigt und das uns eine Hoffnung auf ewiges Leben schenkt. Lasst uns dafür danken. Lieber Vater im Himmel, danke, dass Jesus sein kostbares Blut für mich und jeden, der jetzt zuschaut, vergossen hat, damit wir ewiges Leben haben dürfen. Hab Dank dafür von ganzem Herzen. Im Namen Jesu. Amen.